Kanals. Herzlich willkommen zu Let's Play die Versuchung. Tender Loving Care. Also das Tender Loving Care will ich nicht mehr sagen, sondern einfach bei den Folgevideos einfach nur die Versuchung. Und zwar ist das mein neues Projekt. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Gebe einfach mal kurz hier rein. Ich glaube, es kommt nur eine Explosion. Ich habe mal kurz ein Testvideo gemacht. Aftermath, genau. Da hat er Probleme mit Fraps gehabt. Ist ein FMV-Game. Hab einfach Bock jetzt wieder drauf. Ich weiß, Ripper ist noch nicht ganz zu Ende. Ich werde es wohl zeitgleich spielen. Und hier habe ich mal kurz ein Testvideo gemacht gehabt, aber noch nicht weit gekommen. Das nennen wir jetzt mal um in Chojin. Und müsste eigentlich genau am Empfang noch sein. Wie immer werde ich bei solchen Spielen versuchen, still zu sein, sobald irgendwelche Zwischensequenzen oder dergleichen kommen. Falls ich es denn kann. Ihr wisst das. Das kann nämlich auch manchmal in die Hose gehen. Und dann quatschen die und dann quatsche ich. Aber ich werde es versuchen. John Hurt, man kennt ihn. Aus einigen Filmen, Alien zum Beispiel. Wundervolles Haus, nicht wahr? Ich liebe diesen Teil des Tales. Aber wie heißt es doch so häufig? Oft ist alles anders, als man denkt. Das Anwesen steht zum Verkauf. Aber niemand will es kaufen. Nach allem, was hier passiert ist. Das ist merkwürdig, weil eigentlich keiner so recht weiß, was hier wirklich passiert ist. Ich sollte es wissen. Oh, übrigens, ich bin Dr. Turner. Hallo? Ich bin Psychiater. Ich stand allen Beteiligten an diesem Fall sehr nah. Aber für mich ist er genauso mysteriös wie für jeden anderen auch. Möglicherweise können Sie helfen. Unvoreingenommen und mit ungetrübtem Blick. Gemeinsam ist es vielleicht einfacher, das Geschehene wieder ans Licht zu bringen. Vielleicht gelingt uns dann auch zu verstehen, warum es geschah. Wir können es nur hoffen. Ich möchte, dass Sie mir einen Gefallen tun. Bitte beantworten Sie die Fragen offen und ehrlich. Ich entdecke gern verborgene Dinge. Ja, und da geht's auch direkt schon los. Also ich hatte das, ich glaube, es war 96 oder so, wo das rauskam, oder 97. Da gab es das überall in den Zeitschriften, Tender Loving Care, die Versuchung als Demo. Da hatte man dann so den Anfang davon spielen können. Den hatte ich auch gedaddelt zu dem Zeitpunkt, habe das Spiel aber selber nie durchgespielt, weil ich es mir nicht gekauft hatte. Und holen wir jetzt nach. Super daran ist, dass, oder vielleicht auch nicht so super, weil das ist ein Psychologietest, der auch wirklich noch heute angewandt wird wohl. Ich weiß nicht, ob heute noch, ich habe es auf jeden Fall gelesen, in der Cultboy, kennt ihr vielleicht so ein Online-Magazin, wo ihr so alte Tests angucken könnt. Ich glaube, war von der Powerplay gewesen, der Test. Da haben sie das dann halt reingeschrieben, dass der da aktuell zu dem Zeitpunkt angewandt wurde, was ist ja 20 Jahre her. Nichtsdestotrotz, wenn ich das jetzt alles ehrlich beantworten werde, ist die Frage, werdet ihr denn alle wissen, dass ich totaler Psychopath bin? Will ich das? Keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, irgendwie wahrgetreu wiederzugeben alles, wenn das nicht zu privat wird. Ich habe keine Ahnung. Und ja, wir werden mal schauen, was dabei rauskommen wird. Auf jeden Fall fängt es sehr spannend an. Man hört schon, dass da irgendwas passiert ist an diesem Haus. Und der Dr. Turner weiß es wohl selber nicht, was da passiert ist. Wir werden mal schauen. Also je nachdem, was man hier antwortet. Man muss auch sich darauf einlassen, weil es ist ein kompletter Film wohl. Aber was dann passieren wird und habe auch nachgelesen, es soll 6 Enden geben. Je nachdem, was man antwortet, dementsprechend passieren dann Sachen. Ich denke mal, wenn man sehr sexuell alles erfragen wird, werden wir auch Sexszenen und so zu Gesicht bekommen. Aber da wird sehr wahrscheinlich einiges so nicht zum Vorschein kommen, je nachdem, wie meine Antwort ist.
Also wir können nicht alles anschauen, es sei denn, wir spielen es mehrfach durch und dann müsste ich mir auch einen Lösungsguide holen, wie ich was beantworte. Da habe ich eigentlich keine Lust. Also versuche ich es einfach mal wahrheitsgetreu zu beantworten und schauen, was uns eine Story und was für ein Ende für uns dann rauskommen wird. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ah ja, es ist kein Rätselspiel. Das heißt, wir haben also kein richtiges Adventure. Wir können zwar Objekte uns irgendwie angucken in dem Spiel, aber wir haben jetzt nicht irgendwie à la Myst oder so dann irgendwie hier so ein Schachbrett, wo ich dann irgendwie die Figuren per Pferdchen verstellen muss oder dergleichen. Na, das war Seven's Guest. Ja, auch egal. Auf jeden Fall nicht so ein Rätselspiel. Ich freue mich trotzdem drauf, weil es hat echt, ja, Grafik kann man es ja nicht sagen, aber es ist ein gutes, von der Qualität der Videos ein ganz gutes gemacht und die Schauspieler sind auch immer professionell, was ja auch eher seltener ist. Ich habe auch überlegt, The Daedalus Encounter mit der Keira Marie oder wie heißt sie da, die von True Lies und so. Da hatte ich auch überlegt, das zu daddeln. Das habe ich mir nämlich auch auf dem Rechner noch gezogen. Aber ich glaube, das hier ist jetzt ein bisschen entspannter. Und ja, das will ich jetzt einfach haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Dann schauen wir mal. Ich entdecke gerne verborgene Dinge. Ja, ich liebe Adventure, also Rätselspiele, und da suche ich gerne drin. An den meisten Spielen nehme ich bereitwillig teil. Ja, definitiv. Ich kann meist sofort einschlafen, ohne über störende Sachen nachzudenken. Ganz und gar nicht. Nee, ich habe öfters Einschlafprobleme. Benutze dann auch autogenes Training und plätschernde Musik und was weiß ich. Ja, plätschern darf ich meist nicht. Frau macht dann Stress. meint dann irgendwas von Pinkelproblem, was ich eigentlich nicht habe. Dann wird es eher sowas Beruhigendes sein. Panflöte oder so. Alleine ins Kino zu gehen, ist. Habe ich früher viel gemacht. Aber seit 4 Jahren Beziehung finde ich es eher merkwürdig. Früher fand ich es eigentlich entspannt. Würde ich es heute immer noch entspannt finden? Weiß ich nicht. Ich habe mir ein eigenes Heimkino für zu Hause geholt. Gehe eher selten ins Kino, weil Ton und Bild eigentlich bei mir besser ist. Naja, wie auch immer. Wenn ich Entspannt. So war wähle, es früher. neige ich dazu. Obwohl, dann ist es eigentlich falsch. Merkwürdig hätte ich jetzt schreiben müssen, weil ich es eigentlich nicht mehr alleine machen würde, oder? Ah, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Ist es trotzdem, glaube ich, entspannt. Habe ich Ruhe vom Kind? wäre allein im Kino, sollte ich mal ausprobieren. Wenn ich wähle, neige ich dazu, der Parteilinie treu zu bleiben, den Kandidaten zu wählen, der meine Meinung vertritt, meinen Stimmzettel zufällig ausgefüllt, für den größten Kandidaten zu stimmen. Ja, dem Kandidaten, der meine Meinung vertritt, ne? Genau. Ich mag es, große Schlüssel in altmodische Schlösser zu stecken. In Computerspielen mag ich das. Im wahren Leben? Nö. Wenn ich einkaufen gehe, Kaufe ich nur, was auf meiner Liste steht? Lasse ich mich zu Impulskaufen verleiten? Das zweite wohl eher. Laufe ich ziellos umher? Blödsinn. Also eher die Liste, die machen wir uns immer. Oder eher gesagt, meine Frau. Versuche ich Bekannten, die ich treffe, aus dem Weg zu gehen. Ich sage auch immer Frau. Wir sind gar nicht verheiratet. Aber es ist halt meine Frau. Mein Gott. Ich sage es immer so. Versuche ich Bekannten, die ich treffe, aus dem Weg zu gehen. Obwohl, hängt vom Bekannten ab. Ja, das ist das nämlich auch. Jeder kennt das doch. Man macht diese Tests in Zeitschriften. Jeder hat es mal irgendwie gemacht. Was bist du für ein Typ oder bla bla bla. Was da halt alles gibt. Man ist irgendwo beim Arzt und schaut sich hier durch. Aber man hat dann drei Antworten oder so, A, B oder C. Und im Endeffekt stimmt nichts davon oder teilweise irgendwie was. Und man weiß gar nicht, was man muss. Es halt ausfüllen. Das dann auch mal so ein bisschen so nach so Tests dann zu gehen und ob das schon stimmt. Aber okay. Dann würde ich mal sagen, Impulskäufe. Ich sehe was und das will ich schnell haben. Deswegen sollte ihr nicht einkaufen. Wenn mich jemand auf der Autobahn schneidet, neige ich dazu. Ja, fluchen tun wir auf jeden Fall. Ja, winken ganz bestimmt. Das dritte, ihm so lange dicht aufzufahren, bis er es versteht, das könnte passieren, aber das würde ich natürlich niemals machen. Ihm zu verzeihen. Ja, ich kann recht gut verzeihen, glaube ich, aber nicht in dem Moment. Ich würde erstmal sagen, du blöder Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Ja, und nach solchen Tests geht es, glaube ich, immer mit Zwischensequenzen weiter.
Lassen wir es mal auf uns einwirken. Ich brauche was zu trinken. Shit. Ja, ist natürlich nichts hier. 10 Minuten schaffe ich noch. Die Versuchung. Also alles verstehe ich von dieser Opernsängerin nicht, aber es scheint doch wohl deutsch zu sein. Ist das so eine Romanverfilmung? Zeit fürs Frühstück. Blätter ist von mir. Entschuldigung. Hast du Jody auch Frühstück gemacht? Haferbrei und Rosinen, so wie immer. Sie liebt ihren Haferbrei. Ja, da hast du recht. Du hast ja wieder was Neues angefangen. Was soll es denn diesmal werden? Das wird was Schönes für Jody. Dachte ich mir. Ist ihre Lieblingsfarbe. Ja, genau. Allison, was hältst du jetzt von der Krankenschwester? Der Schwester für Jody? Ja. Michael, ich habe dir gesagt, dass ich es allein schaffe, mich um Jody zu kümmern. Ja, ich weiß, aber Dr. Turner sagt, es wäre das Beste, Michael, wenn du... Michael, bitte. Er denkt, es wäre das Beste für Jody. Das ist doch das, was wir beide wollen, oder nicht? Das Beste für Jody. Allison, so ist es doch. Ja. Gut. Diese Schwester kommt schon heute. Schon heute? Ja, sie heißt Mrs. Randolph. Wird sie denn etwa hier bei uns wohnen? Für eine Weile, bis es euch wieder besser geht. Jody wird das sicher nicht gefallen. Naja, sie könnte wirklich eine Hilfe für uns sein. Mal sehen. Vielleicht kann ich dann wieder arbeiten gehen. Du willst uns hier mit ihr allein lassen? Lass es uns einfach versuchen, okay? Nur mal sehen, wie es läuft. Allison? Okay? Okay. Gut. Dieser Mann verlangt $50 für die Fahrt vom Flughafen bis hierher.
Lady, das waren 25 Meilen. $2 die Meile. Mrs. Randolph? Ja, ist der Preis zu hoch? Ich werde das regeln. Die Lady sind ganz schön harter Brocken. Geben Sie ihm bloß kein Trinkgeld, er hat es nicht verdient. Danke für Ihre Mühe. Danke, Mann. Viel Glück. Michael Overton. Stimmt was nicht, Mr. Overton? Ich hatte nicht jemanden wie Sie erwartet. Was hatten Sie denn erwartet? Naja, Sie sind noch sehr jung. Ich bin durchaus qualifiziert für den Job. Dr. Turner sagte, Ihre Referenzen seien exzellent. Aber Sie sehen das nicht so. Ich hatte nur jemanden erwartet mit etwas mehr Erfahrung. Ich habe 6 Jahre lang geistig Behinderte betreut. Außerdem bin ich Psychotherapeutin. Es tut mir leid. Sie sehen für mich einfach nicht wie eine Mrs. Randolph aus. Ich hatte irgendwie mit einer älteren Person gerechnet. Vielleicht eine Witwe, die kurz vor der Pensionierung steht oder so ähnlich. Wenn ich Ihrer Meinung nach ungeeignet bin, gehe ich sofort wieder. Nein, ich dachte... Andererseits meine ich, wenn ich nicht so ganz dem Bild Ihrer Mrs. Randolph entspreche, nennen Sie mich doch einfach Catherine und wir können sofort anfangen. Okay, Catherine. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Danke sehr. Einfach die Treppe rauf. Und dann noch mal rechts am Ende des Korridors. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber sicher. Wir haben das Haus letztes Jahr renovieren lassen. Meine Eltern haben hier gelebt. Ich habe es geerbt, nachdem mein Vater gestorben war. Und wann war das? Ist schon ein paar Jahre her. Ich verstehe. Ich freue mich darauf, Ihre Frau kennenzulernen. Sie denkt natürlich, dass Sie nur für unsere Tochter hier sind. Jody. Ja, Jody. Sie sind im Bilde? Natürlich. Ich würde mich zuerst gern umziehen. Tragen Sie einen Schwesternkittel oder sowas in der Art? Normalerweise nicht, aber hier scheint es angebracht zu sein. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich würde gern anfangen. Wir sind unten im Wohnzimmer, falls etwas ist. Okay, die flirtet ihn ja ganz schön an. Interessant. Ich frage mich, warum Catherines Erscheinung Michael so sehr überrascht hat. Ich hatte nicht jemanden wie Sie erwartet, hat er gesagt, aber er meinte wohl, dass eine Frau, die man mit Mrs. anredet, im Allgemeinen schon etwas älter ist. Was wirft das für ein Licht auf Michael? Vielleicht hat es nichts zu sagen. Da sind noch ein paar andere Punkte, die mir nicht ganz klar sind und bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie sich die Zeit nehmen und mir Ihre Meinung sagen. Über eine Reihe von Dingen, die wir gesehen haben. Nur ein paar einfache Fragen. Tja, der Michael sieht das wohl so, dass attraktive Menschen nicht schlau sein können, oder wie sehe ich das? Wie wichtig ist auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das höchste, guter Sex für den Erfolg einer Ehe? Ja, ich finde es sehr wichtig, aber ich würde jetzt nicht 9 bis 10 sagen. Man muss sich mit der Person natürlich auch unterhalten können. Das sind ja viele wichtige Faktoren. Aber ich sag da mal 7 bis 8. Ich würde sagen, wir machen jetzt... Was empfinden Sie am stärksten gegenüber Allison? An der Stelle auch mal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.